Heraus, heraus zum 1. Mai, um gemeinsam mit den deutschen Werktätigen auf der Straße zu marschieren und dann eine Woche später an den eigenen vier Wänden den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus verschlafen. Diesem Motto folgt die Deutsche Linke schon seit 1945. Eine solche Geschichtsvergessenheit ist nur möglich, indem die Deutsche Linke den inneren Zusammenhang von deutschem Arbeitsverständnis, Antisemitismus und Massenvernichtung verdrängt. Konkret geht es heute darüber hinaus um folgende Fragen. Warum stand die Parole Arbeit macht frei auf den Eingangstoren von Vernichtungslagern? Denn, wie wir alle wissen, machte Arbeit nicht frei, sondern sie tötete. Woher kommt die nationalsozialistische Überzeugung vom schaffenden und vom raffenden Kapital? Gibt es einen spezifisch deutschen Antisemitismus? Und warum wurden Juden vor ihrer Ermordung im nationalsozialistischen Deutschland oft zu sinnlosen Arbeiten gezwungen? Derjenige, der mich und andere auf vor allen Dingen die letzte Frage gebracht hat mit der sinnlosen Arbeit, war Daniel Jonah Goldhagen mit seinem Buch Hitlers Willige Vollstrecker von 1996. Und darin hat Goldhagen ja sehr eindrucksvoll beschrieben, wie große Teile der deutschen Bevölkerung am Massenmord, an der Ermordung der jüdischen Bevölkerung innerhalb und außerhalb der Vernichtungslager beteiligt waren. Aber Goldhagen hat darüber hinaus auch auf diese sinnlose Arbeit hingewiesen, die jüdische Menschen verrichten mussten. Der ideologische und, jetzt Zitat von Goldhagen, der ideologische und psychische Drang, Juden zum Arbeiten zu veranlassen, war so stark, dass deutsche Juden oft zu sinnlosen Arbeiten zwangen, und zwar so häufig, dass dieser Umstand im Mittelpunkt jeder Untersuchung über jüdische Arbeit stehen muss oder stehen müsste. Eugen Kogon beschreibt, dass Arbeit ohne jeden produktiven Zweck in der Lagerwelt von Buchenwald durchaus durchgängig vorgekommen sei. Nur für die jüdischen Häftlinge sei es die Regel gewesen. Es gab in den Lagern sinnvolle Arbeiten und es gab völlig sinnlose, die keinen anderen Zweck hatten, als den zu quälen. Die Zweitgenannten waren die Ausnahme. Sie bildeten mehr die Abwechslung, die sich die Kommandoführer spaßeshalber schufen, so wenn sie besonders die Juden oft zwangen, Mauern aufzuschichten, die am nächsten Tag wieder abgetragen werden mussten und dann neuerdings aufgebaut zu werden und so fort und so fort. Der im Antisemitismus verwurzelte ideologische Impuls, Juden zu sinnlosen Arbeiten zu zwingen, kam im deutschen Herrschaftsbereich überall zum Tragen. Nirgends aber trat er deutlicher hervor als im März 1938 in Österreich, wo es während der Begeisterung über den Anschluss zu einem spontanen Ausbruch dieser Neigung kam. Zu den festlichen Vergnügungen der Österreicher zählten einige symbolische Racheakten an den Juden, von denen man auch in Österreich annahm, dass sie die Gesellschaft zum großen Teil ausgebeutet und ihr Schaden zugefügt hatten. Auf einer Abbildung in dem Buch ist zu sehen, dass jüdische Männer, Frauen und Kinder unter den Hurrarufen und Sticheleien österreichischer Gaffer in ihren besten Kleidern die Straßen, Bürgersteige und Häuser mit kleinen Bürsten und Zahnbürsten abwaschen mussten. Daniel Jonah Goldhagen war es auch, der uns darauf gebracht hat, zu fragen, woher kommt das, wo beginnt dieses spezifisch deutsche Arbeitsverständnis und dieses spezifische Verständnis von jüdischer Arbeit beziehungsweise jüdischer Nichtarbeit. Er setzt einen Anfangspunkt bei der deutschen Reformation, besser gesagt bei Martin Luther, der, wie ihr alle wisst, die Bibel übersetzt hat aus dem Lateinischen ins Deutsche. Und dabei hat Martin Luther auch den Arbeitsbegriff übersetzt. Aber bevor ich zu dieser Übersetzung komme, auch etwas zu Luthers Antisemitismus, der damit auch in einem engen Zusammenhang steht.
eine weit verbreitete, tief verwurzelte, doch kaum beachtete Auffassung in der deutschen und auch in der europäischen antisemitischen Tradition, die für das nationalsozialistisch geprägte deutsche Denken von wesentlicher Bedeutung war, lief daraus hinaus, dass Juden körperliche Arbeit scheuen, ja, dass sie keiner ehrlichen Arbeit nachgehen. Bereits 400 Jahre vor Hitler formulierte Luther dieses kulturelle Axiom. Zitat von Luther aus der Schrift Wider die Juden und ihre Lügen. Sie halten uns Christen in unserem eigenen Lande gefangen. Sie lassen uns arbeiten in nassen Schweiß, Geld und Gut gewinnen. Sitzen sie dieweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, saufen, leben sanft und wohl von unserem erarbeiteten Gut, spotten dazu und speien uns an, dass wir arbeiten und sie faule Junker lassen sein, von dem unserem und in dem unserem. Zitat Ende. Luther schrieb nicht nur dies über die Juden und dass sie nicht arbeiten, sondern er hatte auch Vorschläge, was mit Juden passieren müsste. Er schrieb in seiner Schrift, Juden müssten zu Zwangsarbeit herangezogen werden. Dann müsste ihnen das Haus, das Dach über dem Kopf angezündet werden und dann müssten sie aus dem Land vertrieben werden. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass während der Reichspogromnacht 1938 deutsche Bischöfe sich auf Martin Luther bezogen und sagten, schaut, das hat Luther schon 500 Jahre zuvor, nein, 400 Jahre zuvor so gefordert. Und das haben wir jetzt realisiert. Aber jetzt zur Bibelübersetzung. Wer von euch bibelfest ist, kennt die Stelle aus dem Genesis-Buch nach der Vertreibung aus dem Paradies. Adam und Eva und ihre Söhne Kain und Abel sind also nicht mehr im Paradies, sondern müssen jetzt im Schweiße ihres Angesichtes arbeiten. Also sie sind quasi nicht mehr im Schlaraffenland, nicht mehr in Paris, sondern im Paradies, sondern sie müssen im Schweiße ihres Angesichtes arbeiten. Das zeigt, diese Stelle zeigt, dass Arbeit in diesem Zusammenhang nichts Positives war, sondern dass das etwas mit Mühe zu tun hatte, mit Leid zu tun hatte, mit Knechtschaft zu tun hatte, dieser Arbeitsbegriff, der ursprüngliche Arbeitsbegriff aus der Bibel. Aber was hat Luther daraus gemacht? Luther hat daraus den Begriff gemacht, statt Arbeit, Beruf, von Berufung. Ja, Berufung. Berufung heißt, wir werden von Gott dazu berufen, etwas zu tun. Und Gott stellt uns an eine Stelle und dort, wo wir hingestellt werden, wo wir dazu berufen sind, dort haben wir den göttlichen Befehl auszuführen. Das ist der Arbeitsbegriff von Luther. Er ist aber viel weniger analysiert worden als der Arbeitsbegriff von Calvin. Einige von euch kennen sicherlich die Schrift von Max Weber über die protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus. Das heißt, Max Weber hat den Geist des Kapitalismus aus dem Protestantismus heraus abgeleitet, aber er hat es nicht getan von Luther ausbezogen, sondern von Calvin ausbezogen. Und Calvin hatte eine andere Arbeitsvorstellung und Calvins Arbeitsvorstellung hat sich ausgewirkt auf die Niederlande, auf Großbritannien und damit auch auf die USA. Die Arbeitsvorstellung von Calvin bezog sich auch auf diese Berufung. Es gibt auch im Englischen diesen Begriff Berufung, das heißt Calling, also wir werden zu etwas gerufen. Bei Calvin ist es so, dass man dazu berufen ist, gute Taten zu tun, gottgefällig zu sein, indem man sich Tätigkeiten sucht, selber sucht,
die sozusagen gottgefällig sind. Man kann also sich aussuchen, wo man Dinge findet, Beschäftigungen findet, die gottgefällig sind. Das ist bei Luther anders. Bei Luther ist sozusagen dieses an eine Stelle gestellt zu werden, in einen Stand hineingestellt zu werden, von Gott dazu berufen zu sein, an der Stelle, wo ich hineingeboren werde, also damals in den Stand, in den ersten, in den zweiten oder dritten Stand, dort, wo ich hineingeboren werde, sozusagen der Obrigkeit zu gehorchen und das zu tun, was die Obrigkeit befiehlt oder was man denkt, was Gott einem an dieser Stelle befiehlt. Das führt dazu, dass wir dieses Sprichwort kennen aus den USA, vom Tellerwäscher zum Millionär. Also so eine Vorstellung ist im lutherischen Protestantismus überhaupt nicht möglich, sozusagen von einem kleinen Tellerwäscher zum Millionär zu werden, weil dann müsste man quasi die Klassengrenzen sprengen oder vom dritten Stand in den ersten Stand kommen. Das geht bei Luther nicht. Das kann man sozusagen in der protestantischen Vorstellung von Calvin. Okay, so viel erst einmal, vielleicht später dann in der Diskussion noch zum Protestantismus, aber so viel erst einmal zum spezifischen Arbeitsverständnis von Luther, was, wie ihr gesehen habt, in einem engen Zusammenhang schon bei ihm steht, mit dem Antisemitismus oder damals Antijudaismus und dieser Vorstellung, dass Juden eben nicht arbeiten, sondern dass sie auf Kosten anderer Menschen, also in diesem Fall dann der Deutschen, leben. Nun fragt man sich aber, wo hat sich dann dieses deutsche Arbeitsverständnis durchgesetzt? Natürlich könnte man zuerst darauf kommen, das ist sicherlich auch nicht unlogisch und auch nicht falsch zu sagen, in den Kirchen, bei den durch die Predigten. Aber das ist nicht der einzige Ort, wo Arbeit quasi eingetrichtert, sag ich jetzt mal, wurde ansozialisiert wurde und spezifisches Arbeitsverständnis ansozialisiert wurde. Das ist auf der anderen Seite, jetzt muss ich mal eine kurze Pause machen und was suchen, das ist auf der anderen Seite neben der Kirche der Ort der Arbeitshäuser. Arbeitshäuser wurden relativ schnell nach der protestantischen Reformation, also um 1550, eingeführt. Warum wurden Arbeitshäuser eingeführt? Ich habe noch vergessen zu sagen, was war das Verständnis vor Luther, wie man in das Himmelreich kommt. Ne? Man kommt ins Himmelreich als Katholik oder vor dem Protestantismus, indem man zum Beispiel Almosen gibt, indem man Bettler, die auf der Straße sind, Geld gibt. Das ist ja wogegen Luther sich gewendet hat, gegen dieses sich freikaufen können, indem man sozusagen Spenden gibt oder irgendwas fallen lässt und dann denkt, man kann sich von seinen Sünden freikaufen. Das ist sozusagen der Umgang mit Bettlern, mit aber obdachlosen Armen vor dem Protestantismus. Das ändert sich aber jetzt, also in dieser Phase um 1550 nach der Reformation. Da gibt es einen anderen Umgang mit Armen, Obdachlosen, Bettlern und so weiter und Behinderten, also all den Menschen, die man sozusagen vorher gesehen hat als diejenigen, denen man Almosen geben kann. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern man sagt, man muss diese Menschen zur Arbeit erziehen. Und dafür werden Arbeitshäuser eingerichtet, quasi als Strafe auch, wenn Menschen, die vorher Almosen bekommen haben, jetzt sozusagen der Fürsorge nicht gerecht werden, indem sie etwas dafür tun. Wir haben auch das deutsche Sprichwort, wer nicht arbeitet, darf auch nicht essen. Das kommt auch daher. Also man muss sozusagen, auch selbst wenn man arm ist, selbst wenn man obdachlos ist, wenn man behindert ist, muss man sozusagen was tun, um sich das Essen zu verdienen. Das ist also so eine Grundlage dafür, warum dann die Arbeitshäuser eingeführt werden. Die Arbeitshäuser werden allerdings nicht ausschließlich im deutschen Reich oder damals in den deutschen Fürstentümern, im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation eingeführt, sondern auch in Großbritannien, wo ja, wie ich gerade gesagt hatte, der Calvinismus einen viel stärkeren Einfluss hat als der Lutheranismus. Das erste Arbeitshaus wurde 1555 in London eingerichtet. Wenig später folgten Häuser in Amsterdam. Wo stand das erste deutsche Arbeitshaus? Das wurde
1609 eingerichtet in Bremen. Das zweite Arbeitshaus war 1613 in Lübeck, das dritte 1620 in Hamburg. Die Arbeitshäuser im deutschen Bereich konzentrierten sich auf den protestantischen Bereich und auf den urbanen Raum, also auf Städte. In Arbeitshäuser kam man durch eine Einweisung und das war eine strafrechtliche Disziplinierung. Jetzt ein Zitat. Gib, dass ich tu mit Fleiß, was mir zu tun gebührt, wozu mich dein Befehl in meinen Stande führt. Das ist ein Zitat eines protestantischen Pfarrers aus dem Jahr 1630 aus Köben an der Oder. Dieses Zitat zeigt das, was ich vorhin versucht habe deutlich zu machen, eben dieses lutheranische Verständnis. Ich lese es nochmal vor. Gib, dass ich tu mit Fleiß, was mir zu tun gebührt, was mich dein Befehl in meinem Stande führt. Also da sind eigentlich fast alle Begriffe drin, die wichtig sind. Es gibt einen Befehl, der einen dazu bringt, etwas zu tun, aber man darf das nur tun in seinem Stande, was einem gebührt. Man darf nichts tun, was sozusagen die Klassenschranken sprengt, und man muss es fleißig tun, also mit Fleiß. Das, denke ich, ist ein wesentlicher Hintergrund, ein wesentliches Erziehungsmerkmal gewesen, wie es sich in den Arbeitshäusern sozusagen durchgesetzt hat. Ich sage bewusst, ich denke, weil leider ist die Forschung an diesem Punkt noch nicht so weit, dass die Forschung über die Arbeitshäuser verbunden wird mit dem spezifisch deutschen Arbeitsbegriff und mit dem Antisemitismus. Da sind wir sozusagen noch am Anfang. Deswegen kann ich euch nachher in der Diskussion auch sehr wenig jetzt über die spezifische Ausformung der Arbeitshäuser erzählen. Das hoffen wir oder hoffe ich, das kann ich vielleicht noch in 2-3 Jahren mal nachholen. Also es gibt schon einige Literatur über Arbeitshäuser, zwar vor allen Dingen von Wolfgang Arias. Aber wie gesagt, dieser Zusammenhang, dass man vielleicht auch unterscheidet, was in den Arbeitshäusern in Großbritannien eingetrichtert wurde und was in den Arbeitshäusern im deutschen Bereich eingetrichtert wurde und in welchem Zusammenhang das möglicherweise steht mit dem Antisemitismus, diese Frage ist noch nicht erforscht. Deswegen verlasse ich jetzt auch an diesem Punkt diesen Bereich der Arbeitshäuser und gehe zu einem Bereich, der jetzt zum Glück zumindest ansatzweise erforscht ist. Das heißt, Entwicklung eines spezifischen Arbeitsverständnisses, einer spezifischen Arbeitsmoral, eines Arbeitsethos in den Manufakturen, in den Fabriken. Das heißt, in der Entstehung des Kapitalismus. Da gibt es das Buch The Fabrication of Labor von Richard Bienetsky. Das ist ein US-amerikanischer Professor, der hat dieses Buch Ende der 90er Jahre veröffentlicht. Das ist leider hier in Deutschland kaum beachtet worden. Ich kenne auch keine deutsche Übersetzung. Ich lese euch mal den Untertitel vor. The Fabrication of Labor, Germany and Britain, 1640 bis 1914. Und ihr seht hier auf dem Bild, also wer hinten sitzt, kann das jetzt nicht sehen, Menschen an einem riesengroßen Webstuhl. Es geht also bei Richard Bienetsky vor allen Dingen um die Textilindustrie und um die Entwicklung der Textilindustrie in Großbritannien und im deutschen Bereich. Und es gibt ein Zwischenkapitel, da geht es auch um Frankreich und Italien. Ich fasse euch jetzt mal die wesentlichen Ergebnisse von Richard Bienetsky zusammen. Also ihr müsst euch vorstellen, die Textilindustrie begann nicht in dem, was wir jetzt sozusagen als die landläufigen Textilfabriken kennen, sondern die begann zuerst in der Hausarbeit. Also dass man sozusagen von Produzenten dazu angehalten wurde oder angestellt wurde, Textilien zu weben und dann zu verkaufen. Und dieser Prozess der Hausarbeit wurde dann sozusagen transformiert dann in den Bereich der Manufakturen und der Fabriken. Und in Großbritannien fing das früher an als im deutschen Bereich.
Und es fingen auch andere Dinge früher an, wie zum Beispiel die Aufhebung der Zünfte und der Gilden. Aber Richard Benetzky konzentriert sich vor allen Dingen auf das 19. Jahrhundert, wo also in beiden Bereichen es, also in Deutschland und in Großbritannien, es Textilfabriken gab. Und er guckt dann nach den Unterschieden oder er schaut nach den Unterschieden. In britische Weber wurden oft erst nach Monaten bezahlt, wenn klar war, welchen Preis ihr Produkt auf dem Markt erzielte. In beiden Ländern gab es das Prinzip der Strafen oder Lohnabzüge, doch in unterschiedlicher Weise. Die Deutschen legten Strafen bereits in der Produktionshalle fest, die Briten, wenn das Produkt aufgrund von Mängeln oder Beanstandungen nicht den erwünschten Preis erzielte. Da haben wir wieder dieses, was aus der ersten These schon deutlich wird, in Großbritannien diesen Bezug auf das hergestellte Produkt. Ja, so wie dann in der ersten These man erst bezahlt wurde, wenn das Kleidungsstück auf dem Markt seinen Preis realisierte, bekam dann der Arbeiter oder die Arbeiterin einen Anteil von dem erzielten Preis. Während in Deutschland die Arbeiterinnen und Arbeiter an den Webstühlen für die Zahl der Schüsse bezahlt wurden. Das Schüsse bedeutet in diesem Zusammenhang die Schüsse am Webstuhl. Also das heißt, so oft die Nadel oder der Webstuhl sich bewegt. Ja, das ist sozusagen dann der Begriff, dafür ist der Begriff des Schusses. Und die Deutschen wurden eben für die Zahl der Schüsse an den Webstühlen bezahlt. Also da ging es viel weniger um das Produkt als um die Tätigkeit, um das in Bewegung halten dieses Webstuhls. Ich hatte was zu den Strafen erzählt. Im Britischen ist es der Begriff Fines, dass die Deutschen da Lohnabzüge einbehalten haben. Also wenn man gesagt hat, der Arbeiter kriegt 6 deutsche Mark oder damals vielleicht Heller und Pfennig für ein fertig gemachtes Webstück, dann wurden 50 Pfennig einbehalten von vornherein. Das hat sich dann in Großbritannien anders dargestellt, wenn der Käufer gesehen hat, da ist sozusagen ein Mangel an diesem Teil, was der Arbeiter oder die Arbeiterin hergestellt hat, dann gab es einen Abzug, aber es gab auch noch eine andere Form der Bestrafung. Das war die Bestrafung für die Pünktlichkeit, mit der ich angefangen habe. In Deutschland wurden die Arbeiter bestraft, wenn sie nicht pünktlich kamen. Und was passierte mit den britischen Arbeiterinnen und Arbeitern, wenn sie nicht pünktlich in die Fabrik kamen? Die wurden gar nicht reingelassen. Ja, die durften dann quasi nicht mehr kommen, die durften nicht mehr arbeiten. Das zeigt sozusagen, die waren sozusagen ein Teil dieses Produktionsprozesses und wenn die nicht kamen, dann kamen eben andere und dann wurden die sozusagen mit Aussperrung bestraft, die zu spät kamen. Man hat sozusagen in Großbritannien das Tor, da gab es wirklich ein Tor bei der Fabrik, das war von der Architektur schon anders als im deutschen Bereich. Man hat dann das Tor zugemacht, da sagt man Wächter und wenn die Leute um 8 Uhr morgens nicht da waren, hat man das Tor zugemacht und die davor standen, die sind nicht mal reingekommen und konnten auch nicht mehr arbeiten. Während, wie gesagt, die Deutschen, die hatten am Anfang sowas wie eine Gleitzeit, konnten also auch mal später kommen, sind dann dafür vielleicht bestraft worden, aber sie wurden nicht ausgesperrt. Okay. In Großbritannien wurden Geldstrafen dem nummerierten Webstuhl zugeordnet, nicht dem Weber persönlich. Also jeder Webstuhl in der Fabrik in Großbritannien hatte eine Nummer und wenn da also was nicht richtig lief, dann wurde sozusagen an den Webstuhl ein Strafzettel gehängt, aber das war dann sozusagen egal, welcher Arbeiter oder welche Arbeiterin da an diesem Webstuhl saß. Aber noch wichtiger für mich
ist eine andere Sache, nämlich in dieser Übergangszeit, wo man auch noch zu Hause arbeiten konnte und nicht direkt präsent sein musste in der Fabrik, war das in Großbritannien möglich, dass man andere Menschen für sich arbeiten lassen konnte. Das heißt, ich konnte meine Mutter oder ich hätte meine Mutter arbeiten lassen können oder meine Schwester oder meine beste Freundin. Die hätten dann mit mir gemeinsam oder alleine dieses Webstück dann gemacht und hätten das dann abgeliefert. Ja, darauf, da kam es also nicht auf den, auf die Person an, sondern da kam es darauf an, dass man ein Produkt zu einem gewissen vereinbarten Zeitraum, ich sage jetzt mal nach einem Monat, abliefert und dann wird das sozusagen vom Fabrikherrn oder von dem Produzenten verkauft und man kriegt dann einen Anteil von diesem erzielten Preis. Also das war sozusagen in Anführungsstrichen relativ egal, wer das tat, sondern im Mittelpunkt stand das Produkt, das abgelieferte Produkt. Und das war in Deutschland nicht möglich. Ich habe noch nicht gesagt, wonach die britischen Arbeiter bezahlt wurden. Die wurden einerseits bezahlt nach dem, was das Produkt auf dem Markt erzielte, aber später war das nicht mehr so. Das dauerte ja viel zu lange, wenn man irgendwie 3-4 Wochen warten musste, bis das Zeug verkauft war. Das war ja sozusagen nicht praktisch. Dann hatte man nichts zu essen, dann konnte man sich nichts kaufen, weil man keinen Lohn kriegte. Stattdessen hat man das dann in Großbritannien umgewandelt und hat die Leute nach der hergestellten Länge bezahlt, nach der Länge des Kleidungsstückes. Also wenn das sozusagen 20 Zentimeter lang war, was man am Tag gemacht hatte, dann kriegte man was einen adäquaten Preis oder einen relativ adäquaten Preis für 20 Zentimeter. Und wenn man mehr gemacht hatte, kriegte man mehr. Also das war sozusagen auch wieder bezogen auf das Kleidungsstück, auf das Produkt, während in Deutschland, wie gesagt, das sich auf die Bewegung des Webstuhles und, oder des Apparates bezog. Britische Arbeiter in vielen Industrien waren bereit, ihre Löhne im Verhältnis zum Kaufpreis fluktuieren zu lassen. Das heißt, die haben sich sozusagen auch als ein Teil des Produktionsprozesses begriffen oder als ein Teil dessen, der sozusagen an der Herstellung des Produktes beteiligt war. Wenn das Produkt jetzt teurer verkauft wurde, dann war es schön für sie, dass sie mehr bekamen. Aber wenn es weniger realisierte, dann haben sie das auch in Kauf genommen, dass sie weniger verdienen. Es gab also nicht so einen festen Lohn in dieser Phase. Unterschiede stellt Richard Benetzky auch noch fest am Streikverhalten der britischen und der deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter. Während die Deutschen in den Anfangsjahren immer direkt am Arbeitsplatz streikten, das heißt, die haben sozusagen ihren Webstuhl quasi stehen lassen, die haben aufgehört zu schießen, sondern haben sozusagen einen Sitzstreik gemacht, direkt da, wo sie saßen, im Arbeitsraum, in der Fabrikhalle. Während die Briten auf den Yard hinausgegangen sind, das zeigt auch wieder eine andere Architektur dieser ersten Fabriken. Da gab es also in Großbritannien einerseits dieses große Eingangstor, wo man morgens kontrolliert wurde, ob man zur rechten Zeit reinkam, und es gab einen Innenhof. Das heißt, die britischen Arbeiter haben dann ihre Produktionshalle immer verlassen, wenn sie gestreikt haben, und sind entweder in den Innenhof gegangen oder sind nach draußen gegangen, während die Deutschen in dieser Fabrikhalle am Arbeitsplatz geblieben sind. Unterschiede lassen sich auch schon feststellen in der Sprache. Ich war sehr, sehr erstaunt darüber, das war ein sehr anstrengender Übersetzungsprozess dieses Buches, weil ihr könnt euch vorstellen, Textilindustrie, da sind so viele Fachwörter drin, da muss man ständig immer nachblättern und so, was heißt denn jetzt Webstuhl und was meint das mit den Schüssen und so weiter. Aber hier taucht doch ständig das Wort Shopfloor auf. Shopfloor. Was ist ein Shopfloor? Dann denken wir doch als Deutsche, wenn wir jetzt an den Shop denken, sofort an einen Laden, also ans Einkaufen gehen. Ja, und ist auch richtig. Also, aber was bedeutet, was findet man, wenn man jetzt zum Beispiel unter Wikipedia mal nach Shopfloor sucht? Das heißt auf Deutsch Laden, Geschäft, Betrieb, Beruf und Werkstatt. Alles. Ja, also Werkstatt, wo sozusagen der Produktionsprozess stattfindet, und Geschäft, wo das Produkt verkauft wird, in einem Begriff.
Das haben wir im Deutschen nicht, das gibt es nicht. Also das heißt auch, wenn das so gewesen ist, also wenn man diesen Begriff ernst nimmt, gab es Zeiten in Großbritannien, wo sozusagen da, wo das Produkt hergestellt wurde, es auch verkauft wurde, im selben Raum. Sonst hätte man nicht diesen Begriff Shopfloor mit so entwickeln können. Okay. Jetzt muss ich gucken, dass ich jetzt hier nichts wiederhole. Ja, noch ein wichtiger Punkt ist, der ja auch dann wichtig ist später für die Arbeitslager, das ist die Frage der Vorarbeiter. Im Britischen nannte man die Overlooker. Diese Overlooker in Großbritannien, die hatten vielmehr die Funktion, zu reparieren, wenn der Webstuhl mal kaputt ging, ja? Dann kam der Overlooker und hat den Webstuhl wieder instand gesetzt. Oder wenn man die Spule wechseln musste und sozusagen eine Pause machen musste, dann kam der Overlooker und hat dann die Spule gewechselt. Das war sozusagen auch eine Funktion im Produktionsprozess. Und deswegen haben die britischen Arbeiter, so sagt es jedenfalls Benetzky, den Overlooker. Ich spreche jetzt mal in der männlichen Form, weil wahrscheinlich waren es meistens Männer, also den Overlooker nicht als eine Autorität gesehen oder als ein Erfüllungsgehilfen des Fabrikherrn, sondern als jemand, der sozusagen auch auf ihrer Stufe stand oder zumindest teilweise auf ihrer Stufe stand, weil dieser Overlooker hat ihnen ja geholfen sozusagen beim Produktionsprozess. Ja, das heißt, daraus ist ein ganz anderes Autoritätsverhältnis entstanden. Und während diese Overlooker in Deutschland von vornherein immer, also da muss man den deutschen Begriff nehmen, Vorarbeiter, von vornherein als eine Autorität angesehen wurden, als ein Erfüllungsgehilfe des Fabrikherrn. Ich will jetzt nicht so weit gehen, aber man muss vielleicht doch mal an die Vernichtungslager denken und an die Funktion, die da die Kapos gehabt haben. Ja. So, ein noch sehr wichtiger Bereich, den man bei Richard Benetzky lernen kann, ist der Bereich, wie unterschiedlich es passierte, dass Gilden und Zünfte aufgehoben wurden. Ich habe jetzt gerade auf meiner Zugreise nochmal den Begriff Gilde gefunden. Ne? Da gab es einen Gildeabend in Oldenburg. Was ist eine Gilde? Eine Gilde ist sozusagen ein Zusammenschluss von Kaufleuten, die sozusagen in ihrem Bereich niemand anderes dulden. Die sozusagen sagen, wir sind jetzt die Kaufleute für Seidenprodukte und wir sind die Kaufleute für Wollprodukte und wir bestimmen sozusagen die Regeln der Wollindustrie oder der Seidenindustrie. Daraus kommt sozusagen die Funktion von Gilden. Das ist bezogen auf die Kaufmannschaft, der Begriff der Gilden, und der Begriff der Zunft bezieht sich auf die Handwerkerschaft. Ja, dass also zum Beispiel Juden keine Handwerker werden konnten, hat auch was damit zu tun, dass die Zünfte schon um das Jahr 1000 herum im deutschen Bereich gesagt haben, wir bestimmen, also wer sozusagen Schuster werden kann oder wer Bäcker werden kann und nur wer ein Mitglied dieser Zunft ist, hat auch das Recht, diesen Beruf auszuüben. Und außerdem war das auf die Stadt beschränkt. Niemand, der sozusagen Seide hergestellt hat in Bremen, durfte Seide herstellen in Hamburg, weil da gab es eine andere Zunft. Ja, diese Zünfte und Gilden gab es aber europaweit, also auch in Frankreich und Italien und in Großbritannien. Aber in Großbritannien haben sich die Zünfte und Gilden schon um 1700, 1750 aufgelöst. Benetzky sagt selbst, die haben sich nicht nur aufgelöst, weil sie dazu gezwungen wurden, sondern die haben das gemacht, weil sie selber die Handelsgrenzen sprengen wollten. Die wollten das quasi nicht mehr, dass sie nur noch jetzt in London quasi ihre Seide verkaufen, sondern die wollten die Seide auch in Manchester verkaufen oder an anderen Stellen. Deswegen ist es sozusagen in den Anfängen der Industrialisierung und des Kapitalismus, die ja in Großbritannien auch früher anfangen, dazu gekommen, dass die Zünfte und Gilden
sich aufgelöst haben, schon im 18. Jahrhundert, also um 1750 rum. In Frankreich passiert das mit der Französischen Revolution. Aber in Frankreich, ich sage jetzt aber, weil das wieder ein Unterschied ist zu Deutschland, passiert es gleichzeitig mit der Aufhebung der Leibeigenschaft. Das heißt, die Zünfte und Gilden haben jetzt nicht mehr das Recht, weil die Gewerbefreiheit herrscht. Die Gewerbefreiheit herrscht nach der Französischen Revolution. Die haben nicht mehr das Recht zu bestimmen, wer jetzt sozusagen Schuster werden kann oder wer Bäcker werden kann, sondern das ist, da gibt's die Gewerbefreiheit. Da kann niemand mehr sozusagen darüber bestimmen, wer jetzt diesen und diesen Beruf gerne ergreifen möchte. Und gleichzeitig kommt es in Frankreich zur Aufhebung der Leibeigenschaft auf dem Land. In Deutschland werden die Zünfte und Gilden aufgehoben, quasi als Ergebnis von außen der Französischen Revolution durch die napoleonische Besetzung, also um 1810-12. Wie ihr wisst, hat Napoleon auch die Judenemanzipation per Edikt verordnet, auch im deutschen Bereich. Und fast gleichzeitig dazu, das ist auch wichtig, gleichzeitig zur sogenannten Judenemanzipation, wo Juden eben mehr Berufe ergreifen konnten als vorher und andere Rechte bekamen durch die Judenemanzipation. Gleichzeitig wurde auch im deutschen Bereich die Gewerbefreiheit verordnet, aber das wurde nur sehr, sehr schleppend umgesetzt. Das heißt, die Handwerkerschaft und die Gilden haben sich dagegen gesträubt und gewehrt. Und es hat mindestens bis 1850 gedauert, bis sozusagen die Gewerbefreiheit so weit durchgesetzt war, dass jetzt die Schusterzunft nicht mehr bestimmen konnte, wer jetzt Schuster werden kann. Aber ihr wisst, dass das bis heute immer noch eine Rolle spielt, so zum Beispiel einen Meisterbrief zu bekommen. Das kann man, also man kann nicht einfach so Schuster werden, sondern man muss einen Meisterbrief erwerben. Ja, und da spielen eben diese Berufsgenossenschaften, die Handwerkerkammer, das Handwerkertum in Deutschland bis heute noch eine Rolle und haben immer noch einen Einfluss darauf zu bestimmen, wer Meister werden darf und wer also diesen Beruf ausüben darf. Das heißt, obwohl das sozusagen von infolge der Französischen Revolution dekretiert wurde, hat sich das in Deutschland nur sehr schleppend durchgesetzt. Und wenn man das mal parallelisiert, kann man sagen, das ist so ähnlich wie mit der Säkularisierung, mit der Trennung zwischen Staat und Kirche. In Frankreich haben wir wirklich einen säkularen Staat, da gibt's keine Kirchensteuer. In Deutschland ist diese propagierte Trennung zwischen Kirche und Staat bis heute noch nicht realisiert. Und der letzte Punkt zu Bienetzky und zu diesen Gilden und Zünften oder diesem Bereich ist die Landwirtschaft. Die Leibeigenschaft im Land hat sich in Deutschland bis Anfang des 20. Jahrhunderts zum Teil noch gehalten. Und nicht nur das, sondern sie hat sich noch übertragen auf den Bereich der Fabriken. Wenn ein Großgrundbesitzer auf seinem Besitz eine Fabrik gemacht hat, was wir immer mal wieder finden in der Literatur. Ich komme gleich zu einem Beispiel. Wenn also ein Großgrundbesitzer eine Fabrik auf seinem Gelände gemacht hat, dann hat er, zumindest gibt es da Beispiele dafür, die Arbeiter, die vorher auf dem Land für ihn arbeiten mussten, als Fronarbeiter in der Fabrik eingesetzt. Dann mussten die quasi ihre anteilige Arbeit, die sie abliefern mussten, für den Großgrundbesitzer quasi in der Fabrik ableisten. Von daher kann man also sagen, oder muss man sagen, in all diesen Bereichen haben diese ständischen alten Strukturen in Deutschland ganz lange noch eine Rolle gespielt und spielen das in bestimmten Bereichen auch heute noch. Okay.
jetzt komme ich zu einem Beispiel und einem Beispiel der Literatur. Also ein Beispiel, wie sich das sozusagen dann in der Literatur, in der Populärwissenschaft dann festgesetzt hat, was ich für euch deutlich gemacht habe mit Luther und mit Benetzky und dem spezifisch deutschen Zusammenhang zwischen Arbeit und Antisemitismus. Das ist dieser Roman Soll und Haben von Gustav Freitag. Gustav Freitag war ein deutscher Journalist, der als Liberaler galt, also nicht als ein Nazi oder damals ein Rassist oder ein Sozialdarwinist, sondern Gustav Freitag war Journalist der Zeitschrift Die Grenzboten und hat diesen Roman Soll und Haben 1855 veröffentlicht. Und Soll und Haben war bis zum Ersten Weltkrieg in Deutschland ein absoluter Bestseller. Ich habe das in Literatur gefunden, dass Soll und Haben nach den Memoiren von Bismarck das meistgelesenste Buch im Deutschen Reich war. Also man kann davon ausgehen, dass all unsere Urgroßväter und Urgroßmütter dieses Buch in ihrem Bücherschrank stehen haben. Und worum geht es in diesem Buch? Das macht sich schon am Motto fest von Soll und Haben. Was ist das Motto? Der Roman soll das deutsche Volk da suchen, wo es in seiner Tüchtigkeit zu finden ist, nämlich bei seiner Arbeit. Da soll der Roman das deutsche Volk finden. Vielleicht gleich zwei Beispiele aus dem Roman vorlesen, damit ihr ein bisschen was von der Sprache auch mitbekommt. Aber vorher eine kurze Zusammenfassung des Plots, sagt man ja heute, also der Story. Die Hauptfigur trägt den Namen Anton Wohlfahrt. Anton Wohlfahrt. Ich weiß nicht, ob euch da was schon auffällt. Wir haben, ich habe ja gerade was zur Sprache schon gesagt, in der englischen Sprache mit dem Begriff Shopfloor. Ich weiß nicht, wie viele Begriffe wir im Deutschen haben, die irgendwas mit der Arbeit zu tun haben und was mit dem Begriff Wohl. Ja? Also bei Arbeit fällt einem ein, bearbeiten, verarbeiten, aufarbeiten, nacharbeiten und so weiter und so weiter. Tausend Begriffe, die mit dem Begriff Arbeit in Zusammenhang stehen. Ich wage mal die These, dass es kein Wort im Deutschen gibt, das so viele Lehnwörter hat, wie der Begriff der Arbeit und Wohlfahrt, Wohlfahrtsstaat, Arbeiterwohlfahrt. Ja, und so heißt die Hauptfigur, Anton Wohlfahrt. Wer ist Anton Wohlfahrt? Anton Wohlfahrt ist ein junger Mann, der als Lehrling vom Land in die Stadt kommt. In diesem Fall ist es Breslau. Also eine deutsche Stadt, damals eine deutsche Stadt, umgeben von Polen, auch mit polnischer Bevölkerung und mit sogenannten, also wir würden heute sagen Ostjuden, ja, also noch eine anderen Figur des jüdischen Lebens, die wir heute in der Ideologie im Antisemitismus nicht mehr so kennen. Wir kennen heute den Bankier, den Spekulanten, den Banker sozusagen als Synonym für das jüdische Schlechte. Aber damals, zur Zeit von Gustav Freitag, gab es eben auch den jüdischen Händler, den sogenannten Schacherer und so weiter und so weiter. Da lese ich euch gleich auch ein Beispiel vor, also den sogenannten Ostjuden. Also Anton Wohlfahrt ist die Hauptfigur, kommt als Lehrling vom Land in die Stadt und arbeitet in einem Kontor. Ein Kontor war sozusagen kein Laden, sondern so etwas wie würden wir heute sagen, ein Großmarkt, wo die Produkte hinkommen und dann weiterverkauft werden. Ja, das war ein Kontor. Und da fängt Anton Wohlfahrt an, als Buchhalter zu arbeiten, in einem großen Kontor von der Firma Schlüter in Breslau. Und dann gibt es aber eine Gegenfigur bei Gustav Freitag, und diese Gegenfigur trägt den Namen Veitel Itzig. Veitel Itzig ist ein Klassenkamerad von Anton Wohlfahrt.
Also die sind zusammen in die Schule gegangen und Anton Wohlfahrt hat dem immer schon etwas schlechten Schüler, Veitel Itzig, der schon allein aufgrund seiner nicht zu verstehenden Sprache, der spricht einen Kauderwelsch, der spricht einen Rotwelsch, ich komme gleich mal zum Begriff Rotwelsch, also deswegen hatte der Veitel Itzig irgendwie schon Schwierigkeiten beim Schreiben und Lesen, deswegen hat der Anton Wohlfahrt ihm geholfen, aber das hat der Veitel Itzig, dankt er ihm nicht, sondern der ist sozusagen der absolut böse Charakter in diesem Roman. Man könnte auch sagen, der Judas. Wo geht Veitel Itzig hin? Das lese ich euch jetzt vor. Vorher wird er als ziemlich hässlicher junger Mann dargestellt, aber das lese ich euch jetzt nicht vor, sondern folgende Stelle. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich nicht verblätter. Also Anton Wohlfahrt ist angekommen bei seinem Kontor. Es ist natürlich auch so, dass die beiden sich in dieselbe Frau verlieben, in die Leonore Rotsattel. Das ist eine Tochter eines Adligen. Da haben wir quasi die dritte Schicht oder die dritte Bevölkerungsschicht, die in dem Roman eine Rolle spielt. Also der Anton Wohlfahrt ist der Deutsche aus dem Mittelstand, ja, der sich hocharbeitet, aber nur sozusagen in seinem Bereich im Mittelstand. Und dann gibt's eben die Adligen, die Großgrundbesitzer, die sozusagen zu diesem Zeitpunkt auf dem absteigenden Ast sind. Und es gibt die Juden. Und es gibt noch die Polen, die werden vollkommen rassistisch in diesem Roman abqualifiziert. So, langer Rede, kurzer Sinn. Jetzt das Beispiel, wo Veitel Itzig seine Lehre sucht oder hingeht. Unterdessen schritt Veitel Itzig mit der Gleichgültigkeit eines Herumtreibers und der Sicherheit eines Eingeborenen durch das Gewirr der Menschen und Straßen. Das rötliche Licht der Abendsonne war von den Steinen der Straße an den Häusern hinaufgestiegen, von einem Fenstersims zu dem anderen bis hoch auf die Dächer, und das Dunkel des Abends erfüllte die engen Gassen des alten Stadtteils, welcher am Flusse liegt. In einer solchen Gasse stand ein großes Haus mit breiter Front. Die unteren Fenster waren durch Eisenstäbe vergittert. Im ersten Stockwerk glänzten die weißen Rahmen, welche große Spiegelscheiben einfassten. Unter dem Dach waren die Fenster blind. Die Fenster waren blind. Das heißt, hinter den Fenstern geht es nicht mit rechten Dingen zu. Waren die Fenster blind? Schmutzig. Hier und da eine Scheibe zerschlagen. Es war kein guter Charakter in dem Hause. Wie eine alte Zigeunerin sah es aus, die über ihr bettelhaftes Kostüm ein neues buntes Tuch geworfen hatte. Das Haus, ja? Das Haus wird hier zum Synonym. Das Haus wird zum Synonym für die unehrliche jüdische Arbeit. Er begibt sich da rein hinter diese blinden Fenster und das Haus wird gleichzeitig als Zigeunerin beschrieben. Also hier finden wir schon, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil ich da jetzt anspiele auf die Verfolgung der Sinti und Roma und der Juden im NS. Hier finden wir schon eine Parallelisierung von jüdischen Menschen und sogenannten Zigeunern. Ja. Das Haus, in das Veitel Itzig geht, wird als das Haus beschrieben, was aussieht wie eine Zigeunerin, die sich sozusagen auch noch verstellt, weil sie ja unter ihr hässliches Kostüm ein buntes macht, ja. Und diese Parallelisierung zwischen Juden und sogenannten Zigeunern finden wir auch in der Sprache, wenn man nachschaut, also wenn man nachschaut, welchen Sprachduktus Gustav Freytag verwendet hat für Veitel Itzig und die sogenannten Ostjuden in diesem Roman, dann taucht man auf den Begriff Rotwelsch. Und Rotwelsch wird einem näher gebracht als eine Gaunersprache. Das ist eine Gaunersprache, aus der wir heute noch so Begriffe kennen wie Ausbaldovern, ja, oder Foppen. Wie hieß denn noch diese Sendung, die Eduard Zimmermann auch moderiert hat? Einerseits Aktenzeichen XY, das andere war Nepper, Schlepper, Bauernfänger.
Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Diese beiden Begriffe, Nepper und Schlepper, kommen auch aus diesem sogenannten Rotwelsch. Und dieses Rotwelsch, das bezeichnet die Sprache der Gauner und die Sprache der damaligen Sinti und Roma und der jüdischen Schacherer, der Kleinhändler, ja, die kein richtiges Deutsch gesprochen haben. Zweites Beispiel ist Schmeie Tinkelis. Das ist so einer dieser Kleinhändler. Dieser Schmeie Tinkelis, also ich hab noch nicht zu Ende erzählt, Entschuldigung. Der Feitel Itzig geht also in dieses Haus, was aussieht wie eine Zigeunerin, und dann, das ist sozusagen sein Quartier, wo er sich einquartiert, wo auch hinter diesen Fensterscheiben Kartenspiele und Glücksspiele passieren und so weiter. Und dann geht er in die Lehre bei Hirsch Ehrental. Hirsch Ehrental. Da habt ihr einen anderen jüdischen Namen. Der ist schon mehr eingedeutscht, ja, aber ist auch deutlich als jüdisch zu identifizieren. Ja, also nach der Französischen Revolution, nach der Judenemanzipation, haben sich jüdische Menschen, die versucht haben, sich zu integrieren, haben sich andere Namen gegeben als vorher. Oder vorher hatten sie gar keinen offiziellen Namen. Da hatten sie einen Namen, den sie in der Synagoge hatten, aber sie hatten keinen offiziellen Namen, der irgendwo im Pass stand. Und dann haben sich also jüdische Menschen Namen gegeben, und die haben versucht dann möglichst, also um sich zu integrieren, möglichst deutsch zu wirken. Und deswegen kommt dann so ein Name wie Ehrental zustande. Und das ist aber sozusagen auch gleich ein Widerspruch in sich, dieser Name hier, Ehrental, weil der ist überhaupt nicht ehrlich natürlich, sondern das ist ein betrügerischer Spekulant, dieser Hirsch Ehrental. Ja, der Feitel Itzig geht also bei einem betrügerischen Immobilienhai, sag ich jetzt mal heute in unserer Sprache, in die Lehre. Und ich hatte euch vorhin erzählt, der Anton Wohlfahrt ist verliebt in die Tochter eines Adligen, in die Leonore Rotsattel. Und dieser Rotsattel ist ein Adliger, der auf seinem Großgrundbesitz eine Fabrik baut, aber die kann er nicht selber finanzieren. Das er muss sich quasi Kredit nehmen. Ja? Und den Kredit nimmt er sich bei Hirsch Ehrental, also bei dem jüdischen Spekulanten. Und bei dem macht der Feitel Itzig seine Lehre. Ja, und dieser Adlige wird quasi durch diese Spekulation, könnt ihr euch vorstellen, in den Ruin getrieben. Anton Wohlfahrt versucht dagegen was zu tun, weil er ja die Tochter heiraten will. Und Feitel Itzig ist halt der Böse sozusagen, der diesen Adligen mit dem Hirsch Ehrental zusammen, aber auch auf eigene Rechnung, ist auch nochmal ein wichtiger Begriff, auf eigene Rechnung in den Ruin treibt. Und was macht Feitel Itzig am Ende? Der kriegt ein schlechtes Gewissen und nimmt sich das Leben in dem Roman. Der ertränkt sich. Das ist so ein bisschen ein Synonym zum Judas, der Jesus verraten hat und sich dann am Ende der Geschichte das Leben nimmt. Okay, jetzt bin ich gleich durch. Jetzt habe ich euch den Plot erzählt, aber ich möchte euch trotzdem noch einmal dieses eine Beispiel vorlesen, bevor ich damit aufhöre. Also es geht darum, wer alles in diesem Kontor bei Anton Wohlfahrt und seinen Kollegen auftaucht, auch über die Grenzen des Landes hinaus nach dem Süden und Osten, hat bis an die türkische Grenze saßen die Agenten des Hauses und dieser Teil des Geschäftes vielleicht weniger regelmäßig und sicher galt zurzeit für die gewinnreichste Tätigkeit der Handlung. Man handelte mit Farbkreuzern, Gewürzen und bot das an. Dann polnische Juden, schwarzlockige Gesellen im langen seidenen Kaftan, die zuweilen einkauften, gewöhnlich aber die Erzeugnisse ihrer Länder, Wolle, Hanf, Potasche, Talg, verkaufen wollten. Mit ihnen war der Verkehr am wenigsten geschäftsmäßig. Ihr Kommen erregte jedes Mal unter den jüngeren Leuten des Kontors eine stille Heiterkeit. Auftritt Schmeie Tinkelis.
Während nun der Kollege Herr Stephan die Neuigkeiten seiner Stadt erzählte, darunter die traurige Geschichte eines Lehrjungens, der sich mit Hilfe einer Schlüsselbüchse erschossen hat, und während Jordan diese notwendige Einleitung zu dem bevorstehenden Einkauf geduldig durchmachte, öffnete sich wieder die Tür, ein Bedienter tritt ein Jude aus Brody. Der Diener bringt dem Kaufmann die Einladung zu einem Diner und der Jude schleicht an der Ecke, wo der Kollege Fink sitzt. »Wozu kommt ihr wieder, Schmeier Tinkeldes?« fragt Fink kalt. »Ich habe euch schon gesagt, dass wir kein Geschäft mit euch machen wollen.« »Kein Geschäft?« ruft der unglückliche Tinkeldes krächzend in abscheulichem Deutsch, so dass Anton ihn nur mit Mühe versteht. Solche Wolle, wie ich bringe, ist noch nicht gewesen im Lande. Wie hoch der Zentner, fragt Fink schreibend, ohne den Juden anzusehen. Was ich doch habe gesagt, antwortet der Jude. Ihr seid ein Narr, sagt Fink, fort mit euch. Kein Lotse kann ihm helfen, sagt der Kollege Braun. Meine Empfehlung an Herrn Kammer, Kommerzienrat, sagt der Kaufmann. Mit einem Schwefelhölzchen hat er den Schlüssel angezündet, ruft Herr Stephan zum Himmel blickend. Was wollt ihr also haben für eure Wolle? 4 2/3, sagt Tinkeles. Hinaus, bemerkt Fink. Sagen Sie doch nicht immer hinaus, bittet der Jude in Verzweiflung. Sagen Sie, was wollen Sie geben? Wenn ihr so unverschämt fordert, gar nichts, sagt Fink, eine neue Seite seines Briefes beginnend. Sagen Sie doch nur, was wollen Sie geben, bittet der Jude wieder. Nur wenn ihr wie ein anständiger Mann redet, antwortet Fink, den Juden ansehend. Ich bin anständig, sagt der Jude leise. Was wollen Sie geben? 39, sagt Fink. Und so weiter und so weiter. Also dieses Hin- und Her-Geschacher, das dauert noch über 3-4 Seiten an, bis die dann ein Geschäft abschließen. So viel zu dem Roman Soll und Haben von Gustav Freitag. Gustav Freitag war ein Zeitgenosse von Heinrich von Treitschke, den wir als deutschen Historiker noch kennen, weil von Heinrich von Treitschke kommt der Ausspruch, die Juden sind unser Unglück, von 1879. Heinrich von Treitschke galt auch nicht als ein Konservativer oder als ein Rassist, sondern als ein liberaler Historiker. Von Heinrich von Treitschke stammt nicht ausschließlich dieser Spruch, die Juden sind unser Unglück, sondern Ausspruch, der auch zu unserem Thema des heutigen Tages etwas beiträgt. Heinrich von Treitschke warf dem Semitentum in Anführungsstrichen, 1879 vor, es trage schwere Mitschuld an jenem schnöden Materialismus unserer Tage, der jede Arbeit nur noch als Geschäft betrachtet und die alte gemütliche Arbeitsfreudigkeit unseres Volkes zu ersticken droht. Die alte gemütliche Arbeitsfreudigkeit unseres Volkes zu ersticken droht durch den schnöden Materialismus. Das macht das Semitentum. Okay. Ich weiß nicht, wie ich in der Zeit liege. Mal gucken. Ich mache jetzt einen Sprung über den Ersten Weltkrieg hinaus bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Der Erste Weltkrieg ist auch nicht unwichtig, weil im Ersten Weltkrieg
das Hilfsdienstgesetz verabschiedet wird. Das ist das erste Gesetz, was sozusagen die gesamte deutsche Bevölkerung, die in diesem Fall dann nicht im Krieg ist, also nicht die Soldaten, sondern die restliche Bevölkerung zur Hilfsarbeit, zur Zwangsarbeit verpflichtet, oder dass sie sozusagen Arbeitsdienst, das ist auch so ein deutscher Begriff, Arbeitsdienst leisten müssen. Das ist aus dem Ersten Weltkrieg dieser Begriff des Arbeitsdienstes. Es gab auch noch vorher ein wichtiges Gesetz, das ist aus dem Jahr 1871, also schon mit Gründung des Deutschen Reiches, haben wir ein Gesetz, in dem Betteln als Straftatbestand normiert wurde. Im Reichsstrafgesetzbuch von 1871 hieß es im Paragraphen 361, der wörtlich aus dem preußischen Strafgesetzbuch von 1851 übernommen wurde, mit Haft wird bestraft, wer, wenn er aus öffentlichen Armenmitteln eine Unterstützung empfängt, sich aus Arbeitsscheu weigert, die ihm von der Behörde ausgewiesene, seinen Kräften angemessene Arbeit zu verrichten. Strafmaß 1 Tag bis 6 Wochen, im Wiederholungsfall bis 3 Monate. Es war auch möglich, zu arbeiten außerhalb der Verbüßungsanstalt angehalten zu werden. Zusätzlich konnten Bettler zu fünf Jahren Polizeiaufsicht verurteilt werden. Bereits im Jahre 1871 und bereits aus diesem Jahr stammt auch oder finden wir bereits den Begriff Arbeitsscheu. So, jetzt zu der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Da wollte ich euch, bevor ich dann zum NS komme und zur Jetztzeit, wollte ich euch auf zwei Dinge hinweisen. Das eine ist die grundlegende Rede von Adolf Hitler zum Antisemitismus. Was denn? Das können wir in der Diskussion, das ist gut, dass du mich darauf hinweist, aber der Schwerpunkt meines Vortrags bezieht sich ja auf den Zusammenhang zwischen Arbeit und Antisemitismus. Ich habe jetzt nicht, das würde, denke ich, auch zu weit führen, können wir in der Diskussion gerne machen, alle jede Schritte des Antisemitismus mit drinne, ja? Aber die Judenzählung ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wo der jüdischen Bevölkerung deutlich gemacht wird während des Ersten Weltkrieges, dass sie nicht dazugehört, dass sie diskriminiert wird. So, muss ich ein bisschen blättern. Hitlers grundlegende Rede zum Antisemitismus stammt aus dem August 1920. Also 13 Jahre vor seinem Machtantritt erläutert Adolf Hitler, warum wir Deutschen oder die Deutschen Antisemiten sein müssen. Er redet im Hofbräuhaus vor etwa 2000 Menschen. Meine lieben Volksgenossen und Genossinnen, wir sind schon gewohnt, dass wir im Allgemeinen als Scheusale bezeichnet werden und dass als besonders scheumäßig empfunden wird, dass wir auch in der Frage, die gewisse Herren in Deutschland heute am meisten auf die Nerven geht, an der Spitze marschieren, nämlich in der Frage der Judengegnerschaft. Man begreift so viel bei uns, aber dieses eine will man nicht begreifen und vor allem deshalb nicht, weil der Arbeiter erklärt, was besteht denn für ein Zusammenhang überhaupt zwischen Arbeiter- und Judenfrage? Weil tatsächlich der größte Teil unseres Volkes heute noch keine Ahnung hat, wie es eigentlich um diese Frage bestellt ist. Was heißt eigentlich Arbeit? Arbeit ist eine Tätigkeit, die ich nicht um meiner selbst willen ausübe, sondern auch zugunsten meiner Mitmenschen. Hitler führt das dann noch weiter aus und sagt dann, dass nur Arier, die dieses Arbeitsverständnis haben, eigentlich einen Staat gründen können, dass Juden keinen Staat gründen können, weil sie eben nicht dieses Arbeitsverständnis haben. Und dann kommt er auf die Bibel zu sprechen.
Da müssen wir uns nun fragen, wie steht nun der Jude Staat zur Staatenbildung? Besitzt auch der Jude die Kraft, Staaten zu bilden? Da müssen wir erst unbedingt zunächst prüfen seine Stellung zur Arbeit. Wie er das Prinzip der Arbeit eigentlich auffasst. Und Sie müssen verzeihen, dass ich zunächst das Buch hernehme, das Bibel heißt, von dem ich nicht behaupten will, dass alles, was drinnen steht, unbedingt richtig ist. Denn wir wissen, dass das Judentum sehr freizügig daran mitgearbeitet hat. Von dem aber mindestens eines sicher ist, dass es kein Antisemit geschrieben hat. Heiterkeit. Das ist übrigens hier in dieser Dokumentation der Rede sehr auffällig und sehr sehr gut, dass die Reaktion des Publikums mit dokumentiert ist. Heiterkeit. Das ist bedeutungsvoll, weil kein Antisemit ein fürchterliches Anklagewerk hätte schreiben können gegen die jüdische Rasse, als es die Bibel ist, das Alte Testament. Wir müssen einen Satz herausgreifen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dir dein Brot verdienen. Und es heißt hier, dass dies bestimmt wurde als Strafe für den Sündenfall. Meine verehrten Anwesenden, hier trennt uns schon eine ganze Welt, denn wir Deutschen, wir können Arbeit nicht als Strafe auffassen, weil wir sonst alle Sträflinge wären. Wir wollen die aber auch nicht als Strafe auffassen. Ich muss gestehen, ich könnte keinen Tag ohne Arbeit sein. Und 100.000 und Millionen würden vielleicht 3 oder 5 Tage ohne Arbeit aushalten, könnten aber nicht 90 oder 100 Tage leben ohne Tätigkeit. Wenn es wirklich dieses Paradies gäbe, dieses sogenannte Schlaraffenland, es würde unser deutsches Volk darin nicht glücklich werden. Rufe, sehr richtig, sehr richtig. Wir suchen unbedingt eine Möglichkeit zur Bestätigung und zur Betätigung. Und wenn der Deutsche keine andere Möglichkeit hat, so schlägt er sich zumindest zeitweilig gegenseitig den Schädel ein. Heiterkeit. Eine unbedingte Ruhe würden wir nicht erdulden können. Da sehen wir schon einen großen Unterschied, denn das hat ein Jude niedergeschrieben und ob das alles wahr ist oder nicht, einerlei ist, das kann man schwer lesen, Entschuldigung, entspricht der Auffassung, die sich das Judentum von der Arbeit selber macht. Arbeit ist ihm nämlich nicht die selbstverständliche sittliche Pflicht, sondern nur ein Mittel höchstens zur Erhaltung seines eigenen Ichs. Das ist in unseren Augen nicht Arbeit. Denn in dem Moment, in dem ich dieses Wort so erkläre, ist es klar, dass überhaupt jede Tätigkeit, von dem ich mich vielleicht ernähren kann, ohne Rücksicht auf meine Mitmenschen, in dem Augenblick Arbeit genannt werden könnte. Und wir wissen, dass diese Arbeit einst bestand im Ausplündern wandernder Karawanen und dass sie heute besteht im planmäßigen Ausplündern verschuldeter Bauern, Industrieller, Bürger und so weiter. Und dass sich die Form wohl geändert hat, dass aber das Prinzip das gleiche ist. Wir nennen diese jüdische Form der Arbeit nicht Arbeit, sondern Raub. Sehr richtig. Zitat des Publikums. Ich lese euch jetzt nicht mehr vor von dieser unerträglichen Rede, aber war mir jetzt wichtig, das im Original zu lesen, weil ihr damit deutlich seht, dass Hitler hier an dieser Stelle den Antisemitismus aus seinem Arbeitsverständnis hergeleitet hat. Er sagt in diesem Zusammenhang übrigens auch noch etwas über den Zionismus und dass also ja der Zionismus plant, einen jüdischen Staat einzurichten und sagt, das kann alles nur ein Betrug sein, das wird nie ein richtiger Staat sein, das wird immer nur ein Staat sein, nur in Anführungsstrichen, der auf Kosten anderer lebt. Das sagt Hitler bereits in dieser Rede 1920. So, jetzt zu meinem letzten Beispiel dem Nationalsozialismus. Da lese ich euch jetzt nichts vor, sondern fasse das zusammen. Hitler spricht sich in dieser Rede von 1920 auch gegen die Entwicklung im Kino aus, im Kino,
Also ihr habt, wir wissen, an dieser Zeit entstehen die ersten Stummfilme, die ersten Charlie Chaplin-Filme werden gezeigt in dieser Zeit 1920 nach dem Ersten Weltkrieg. Hitler spricht also damals schon gegen die US-amerikanische Kinoindustrie, gegen Hollywood und sagt, das verschandelt alles und das ist dekadent, aber er ist nicht generell gegen das Kino. Das zeigt auch, dass Hitler 1927 ins Kino geht. Das wissen wir aus Dokumenten von Zeitzeugen. Er schaute sich mit Goebbels einen Film an, der ihn sehr begeisterte. Im Jahr 1927. Und das war der Film Metropolis. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Metropolis ist ein Film, ein Stummfilm von Fritz Lang. Fritz Lang, der nicht in den Verdacht kommen würde, ein Antisemit zu sein. Fritz Lang ist zwar von Goebbels gefragt worden, 1933, ob er die deutsche Filmindustrie führen will, also für die Nazis. Er hat dann aber, als er gefragt wurde, sofort sich einen Ticket besorgt und hat das Land verlassen und ist in die USA ausgewandert. Fritz Lang war verheiratet zu diesem Zeitpunkt mit Thea von Harbour, die eine überzeugte Nationalsozialistin wurde. Fritz Lang ist auch bekannt für Filme wie Eine Stadt sucht einen Mörder. Ich glaube, Dr. Mabuse ist ein anderer Film. Also er hat mehrere bekannte Filme gemacht, vor allen Dingen Stummfilme. In der Zeit des Tonfilmes war er dann nicht mehr so erfolgreich, aber hat auch noch Western gemacht und so weiter. Fritz Lang macht also im Jahr 1927 den Film Metropolis, den sich Hitler und Goebbels im Kino anschauen. Worum geht es in diesem Film? Es geht einerseits um die Arbeiterschaft, die unterirdisch arbeitet an großen Zahnrädern. Manche Leute von euch haben den Film von Charlie Chaplin Moderne Zeiten vielleicht im Kopf, wo Chaplin an Rädern dreht und vollkommen überfordert ist, weil ihn diese Technik mitreißt und er sich immer wieder festhalten muss und überall sieht er nur Zahnräder und Zahnräder. So ist es auch im Film Metropolis, aber unterirdisch. Und oberirdisch ist der Fabrikherr, das ist der Herr Fredersen. Und dieser Herr Fredersen hat einen Sohn. Und unten in der Unterwelt sind die Arbeiter. Also Unterwelt sage ich jetzt mal unterirdisch. Ja? Und die arbeiten sozusagen an diesen Zahnrädern. Und oben drüber, über den Häusern oder über den Arbeitern, die unterirdisch arbeiten, gibt es Hochhäuser und Flugzeuge und Zeppeline. Also das sieht aus wie New York, müsst ihr euch vorstellen, ja? Etwas, wogegen sich Hitler auch schon in den 20er Jahren geäußert hat, gegen diese dekadente amerikanische Architektur, die er dann auch verbunden hat mit Materialismus, mit Spielhöllen, mit dunklen Etablissements, mit Prostitution und so weiter und so weiter. Das hat er alles mit solchen architektonischen Bildern auch verbunden. Und diese Bilder finden wir auch jetzt in der Oberwelt bei Metropolis. Und in der Unterwelt arbeiten die Arbeiterinnen und Arbeiter. Und noch unten drunter, ganz im Keller dieser Architektur gibt es einen Menschen, der heißt Rotwank. Rotwank. Der ist quasi stehen geblieben. Der sieht aus wie ein Mensch aus einer Höhle. Der wird so nicht als Jude vorgestellt, aber hat vollkommen die jüdischen Attribute und sieht auch aus wie ein Jude. Und dieser Rotwang ist derjenige, der sozusagen diese deutsche Arbeitswelt versucht zu zerstören. Es geht in diesem Film darum, dass der ganze Arbeitsprozess in der Fabrik als ein Körper dargestellt wird, ein Körper. Das heißt, der Fabrikherr, die Fabrikleitung ist der Kopf, die Arbeiterinnen und Arbeiter sind die Glieder, vor allen Dingen die Arme und die Beine. Und was fehlt, ist das Herz. Das Herz, damit dieser Arbeitskörper schlägt, ein Herz hat. Man könnte auch sagen, der dritte Weg, die soziale Marktwirtschaft. Also nicht sozusagen der Sozialismus, der sozusagen nur das Proletariat symbolisiert, aber auch nicht die freie Marktwirtschaft, sondern man braucht etwas Drittes.
Einerseits diese körperliche Vorstellung und dann dieses Herz. Wer kann dieses Herz sein? In diesem Film ist es eine Frau, die heißt Maria. Das ist auch irgendwie nicht so weit hergeholt. Wir haben ja das Bild der Jungfrau Maria. Maria ist eine Arbeiterin, die sich in den Sohn des Fabrikherren verliebt. Das heißt, da gibt's also so eine Annäherung zwischen oben und unten, zwischen Proletariat und Fabrikherren durch diese Beziehung. Zwischendurch sterben Arbeiter durch diesen harten Arbeitsprozess und es regt sich Widerstand unter den Arbeitern. Und was macht jetzt Rotwang, diese unterirdische Schreckensgestalt, die nimmt diese Maria gefangen, macht ein Kidnapping und so dass sie sozusagen nicht weiter das Herz sein kann in diesem ganzen Betrieb, und er konstruiert eine Roboterfrau. So wie Frankensteins Monster. Ja? Eine Roboterfrau. Diese Roboterfrau, die sieht genauso aus wie die Maria. Genauso. Ja? Aber sie ist eine Roboterfrau. Und die andere Maria, die ist ja gefangen. Die sehen wir nicht mehr. Die versucht sich zu befreien, aber die sehen wir nicht mehr. Und was macht jetzt diese Roboterfrau? Die Roboterfrau, die hetzt die Arbeiter auf. Die zu Maschinenstürmern. Die sollen sozusagen, die sollen die Revolution machen sozusagen gegen den Fabrikherrn, und die Revolution, also die hält wirklich Reden, unterirdische Reden, diese Roboterfrau, und hetzt die Arbeiter auf, dass sie die Revolution machen. Und zwischendurch versucht dann immer der Geliebte, also der Sohn des Fabrikherrn, seine Geliebte zu finden, wobei er zwischendurch auch dann so verführt wird von dieser Roboterfrau, also in diesen dekadenten Bereich abdriftet, aber der ist sozusagen hin und her gerissen, ja, zwischen dem Dekadenten und zwischen dieser Jungfrau Maria, sag ich jetzt mal. Und diese Roboterfrau, die hetzt die Arbeiter auf, und es passiert tatsächlich so, dass die Arbeiter die Maschinen anfangen zu zerstören. Und das führt zu einer Überschwemmung. Also da kommt Wasser rein. Und die ganze Fabrik droht unterzugehen, weil jetzt die Roboterfrau die Fabrikarbeiter dazu gebracht hat, diese Maschinen zu zerstören. Und im letzten Moment ist natürlich, ja klar, ist ja ein Film und muss ja ein Happy End geben, aber ist ja auch wichtig für das deutsche Arbeitsverständnis. Was passiert im letzten Moment? Kann sich die Maria, die wahre Maria, befreien und die Maschinen anhalten, so dass die Überschwemmung zurückgeht und die Roboterfrau sich in Luft auflöst, so wie Frankensteins Monster, und Rotwang besiegt wird. Und was passiert dann? Dann passiert sozusagen der Handschlag zwischen dem Vorarbeiter, der vorher die Maschinen gestürmt hatte, dem Vorarbeiter und dem Vater, dem Fabrikherrn, die sozusagen in Anwesenheit des Pärchens, also von Maria und ihrem Geliebten, wird sozusagen der Bund zwischen oben und unten, zwischen Fabrikherren und Arbeiterschaft geschlossen. Das ist das Ende von Metropolis. 1927. Dann fragt man sich, was hat Hitler und die Menschen damals so fasziniert an diesem Film. Das können wir vielleicht in der Diskussion noch fortführen. Ich will jetzt, weil die Zeit ja auch fortgeschritten ist, mich jetzt eng an mein Manuskript halten und vor allen Dingen noch etwas sagen zur Zeit nach 45. Zur Zeit bis 45 muss ich nichts sagen, weil ihr wisst, was das Ganze für Auswirkungen hatte, wie die Geschichte sich radikalisiert hat und wie es dann zur Shoah gekommen ist und zu der sinnlosen Arbeit in den Lagern, von denen ich erzählt habe, und zu der Parole, die über den Arbeitslagern stand, über den Vernichtungslagern, jedenfalls an mehreren, wie Auschwitz, Theresienstadt und ich glaube auch in Dachau stand die Parole Arbeit macht frei. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen, habe ich vielleicht am Anfang auch schon einiges zu gesagt. Jetzt einiges zur Linken und zur aktuellen Situation. Gab es einen Widerstand von links gegen dieses von mir dargestellte deutsche Arbeitsverständnis und gegen den Zusammenhang zwischen diesem deutschen Arbeitsverständnis und dem Antisemitismus?
Der Diskurs über die nationale deutsche Arbeit brachte Bevölkerung und Führung so nah wie nie zuvor im Deutschen Reich und muss als das zentrale Medium angesehen werden, durch welches sich die Volksgemeinschaft konstituierte. Das wesentliche Moment der Volksgemeinschaftsideologie bestand in dem Ziel der gemeinsam erlittenen vermeintlichen Ausbeutung der deutschen Arbeit durch das sogenannte fremdvölkische bzw. jüdische Finanzkapital zu entgehen. Die deutsche Arbeiterbewegung stand nicht nur in Opposition zu dieser Ideologie, sondern bereitete ihr mit den Weg. Walter Benjamin schrieb dazu, es gibt nichts, was die deutsche Arbeiterschaft in dem Grade korrumpiert hat, wie die Meinung, sie schwimme mit dem Strom. Die alte protestantische Wertmoral feierte in säkularisierter Gestalt bei den deutschen Arbeitern ihre Auferstehung. Zitat Ende. Walter Benjamin aus den Thesen über den Begriff der Geschichte. Als der erste Arbeiter, wie Hitler sich selber gerne nannte, ins Kanzleramt einzog, wurde die nationale Arbeit und damit die Beseitigung der Arbeitsscheuen endgültig zum volksgemeinschaftlichen Projekt. Die sofortige Einrichtung von Arbeitslagern begründete Reichsarbeitsminister Hiel mit den Worten: Unsere Arbeitslager sind Bollwerke gegen jene jüdisch-materialistische Arbeitsauffassung, die in der Arbeit nur ein Geldgeschäft, in der Arbeitskraft eine Ware sieht. Doch noch ein Punkt zu dieser Zeit. Das ist das Jahr 1938. Ich muss aufpassen. Nee, das ist das Jahr 1936, pardon. 1936. In diesem Jahr gibt es die erste Inhaftierung von jüdischen Menschen bezogen auf den Punkt, dass sie nicht arbeiten können oder arbeiten wollen. Doch im April und Juni 1938, das heißt aber vor der Reichspogromnacht. In der Aktion Arbeitsscheureich, so würde sie genannt, die Aktion Arbeitsscheureich, wurden 10.000 Männer als sogenannte Asoziale in Konzentrationslager inhaftiert. Unter diesen 10.000 Männern waren 2.300 Juden, die Vorstrafen erhalten hatten. Der Zugriff erfolgte auf Personen, die zweimal einen ihnen angebotenen Arbeitsplatz abgelehnt oder nach kürzerer Zeit aufgegeben hatten. Das war der Beginn, der Inhaftierung von jüdischen Menschen, von denen man gesagt hat, dass sie nicht im deutschen Sinne arbeiten würden, aber in diesem Fall eben nicht ausschließlich jüdische Menschen, sondern auch sogenannte Asoziale, das heißt auch Sinti und Roma und auch Bettler und Obdachlose, von denen ich vorhin im Zusammenhang mit den Arbeitshäusern gesprochen hatte. So, jetzt zu der Zeit nach 45. Nach dem 8. Mai 1945 definierten die Deutschen sich wiederum nicht über die nicht von den Alliierten eingeführte und nicht selbst gewählte und durchgesetzte Demokratie, sondern über ihre vorgebliche Arbeitsleistung des Wiederaufbaus. Es schien, als dass die Deutschen die ihnen von den Alliierten präsentierte Schuld durch Arbeit regelrecht abarbeiten, wegarbeiten oder zumindest zu verdrängen versuchten. An den von ihnen willig vollstreckten Massenmord wollten sie sich weder am 8. Mai noch an anderen Tagen des Jahres erinnern lassen. Hannah Arendt bekannte 1950 bei einem Besuch in Deutschland, erkannte einen blinden Zwang bei den Deutschen, Zitat, dauernd beschäftigt zu sein, ein gieriges Verlangen, den ganzen Tag pausenlos an etwas zu hantieren. Beobachtet man die Deutschen, wie sie geschäftig durch die Ruinen ihrer tausendjährigen Geschichte stolpern und wie sie es einem verübeln, wenn man sie an die Schreckenstaten erinnert, welche die ganze übrige Welt nicht loslassen, dann begreift man, dass die Geschäftigkeit zu ihrer Hauptwaffe bei der Abwehr der Wirklichkeit geworden ist. Und man möchte aufschreien. Aber das ist doch alles nicht wirklich. Wirklich sind die Ruinen. Wirklich ist das vergangene Grauen, wirklich sind die Toten, die ihr vergessen habt. Doch die Angesprochenen sind lebende Gespenster.
die man mit den Worten und Argumenten, mit dem Blick menschlicher Augen und der Trauer menschlicher Herzen nicht mehr rühren kann. Zitat Ende, Hannah Arendt, bei einem Besuch in Deutschland 1950. Diese Geschäftigkeit und dieses Verdrängen der Ursachen der begangenen Massenvernichtung war auch ein Merkmal der Nachkriegslinken. Da die deutsche Arbeiterbewegung und ihre Parteien seit jeher selbst die Arbeitsleistung als Pflichterfüllung und Dienst an der Gemeinschaft predigten und glorifizierten, blieben sie immer ein Teil dieses Arbeitswahns. Nach 1945 wurden im deutschen Arbeiter- und Bauernstaat die Helden der Arbeit gesucht. Währenddessen trieb es die APO-Linken in Westdeutschland nach dem Vorwurf des deutschen Proletariats, geht doch erst einmal arbeiten, massenhaft in die Fabrikhallen, wo sie den Werktätigen nebenbei in den Produktionspausen ihre Zeitschriften Arbeiterpolitik und Arbeiterkampf zu verkaufen suchten. Selbst autonome Anarchisten und andere undogmatische Linke, die zuweilen das Recht auf Faulheit propagieren und sich verbal vom Arbeitsfetischismus distanzieren, begehen den nationalsozialistischen Feiertag der Arbeit, habe ich noch gar nicht erläutert, aber das wissen die meisten ja auch aus der Ankündigung, dass der Feiertag 1. Mai eingerichtet wurde, von Adolf Hitler im Jahr 1933, einen Tag bevor er die Gewerkschaften verbot, wurde der 1. Mai zum Feiertag und wir begehen diesen Feiertag bis heute. Also, die Linken distanzieren sich nicht von dem nationalsozialistischen Feiertag der Arbeit, sondern begehen ihn weiterhin unbeirrt als ihren höchsten, wenn nicht ihr einziges politisches Fest und ihren Aktionstag, den revolutionären 1. Mai, an dem sie Straßenkämpfe simulieren, Reifen verbrennen, Schaufenster einwerfen oder deutsche Massen für ihren Kampf gegen die imaginäre Macht Globalisierung zu mobilisieren versuchen. Eine Woche später regenerieren sich diese Linken dann lieber in ihren Volksküchen, als die deutsche Bevölkerung öffentlich an ihre Beteiligung an den nationalsozialistischen Verbrechen zu erinnern und auf das Fortwirken nationalsozialistischer Ideologie in der deutschen Gesellschaft hinzuweisen. Hätte die Linke den von Adorno 1966 formulierten neuen kategorischen Imperativ, das Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nicht Ähnliches geschehe, beim Wort genommen und verinnerlicht, so hätte sie im 27. Januar, das heißt der Befreiung von Auschwitz, und im 8. Mai die wichtigsten Tage ihres Gedenkens und ihrer Mobilisierung im Jahr gesehen. Doch ihr war es wichtiger, weiter das Bündnis mit dem deutschen Volk zu suchen und an der Arbeitsfrage und an dem Tag der Arbeit als Ausgangs- und Kommunikationspunkt dieses Bündnisses festzuhalten. Auch an anderer Stelle hat die Linke Adorno, wenn sie ihn denn überhaupt gelesen hat, nicht ernst genommen. Man will von der Vergangenheit loskommen mit Unrecht, weil die Vergangenheit, der man entrinnen möchte, noch höchst lebendig ist. Der Nationalsozialismus lebt nach und bis heute wissen wir nicht, ob bloß als Gespenst dessen, was so monströs war, dass es am eigenen Tod noch nicht starb oder ob gar nicht erst zu Tode kam, ob die Bereitschaft zum unsäglichen Fortwest in den Menschen wie in den Verhältnissen, die sie umklammern. Ich betrachte das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als potenziell bedrohlicher, denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie. Und ich ergänze, dabei müsste man eben auch das Nachleben dieses von mir deutlich gemachten deutschen Arbeitsbegriffes, dieses deutschen Arbeitsverständnisses und dieses Zusammenhanges mit dem Antisemitismus mit berücksichtigen. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem antisemitischen deutschen Arbeitsverständnis, der sich in der Parole Arbeit macht frei manifestierte, hat in dieser Gesellschaft nach 1945 nie stattgefunden. So wird heute an eine vertraute Verschwörungstheorie angeknüpft, die Bedrohung der deutschen Arbeit durch das international agierende und spekulierende globalisierte Finanzkapital und dessen angeblichen Agenten. Immer noch gilt vielen die Parole, Gemeinnutz geht vor Eigennutz.
Wer heute in Deutschland nach Arbeit, Arbeit, Arbeit ruft, ist entweder besinnungslos oder ein Überzeugungstäter, der weiß, dass derartige Forderungen hierzulande immer mit Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung von Juden, angeblichen arbeitsscheuen, unproduktiven Bettlern, Gaunern, Spekulanten und Nichtdeutschen einhergehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.